Ich grüße euch, ihr Lieben. Ja, jetzt kommt das Tagesorakel für den 10. September 2022. Und ich bin schon gespannt, welche schöne Karte sich wieder zeigt von den Wasserkarten. Das Deck habe ich ja ganz neu, habe ich am Anfang der Woche auch erzählt. Ich finde die einfach so toll. Ich weiß nicht, ich finde so schöne Botschaften und schöne Bilder auch. Und ja, ich hoffe, ihr habt jetzt auch so viel Freude an den Karten wie ich. Und dann schauen wir mal, was sich ja heute noch. Ah, jetzt hat sich eine aufgestellt wieder. Dann werden wir wieder die nehmen. Schauen wir mal, was die Botschaft ist. Und da haben wir Sicherheit. Oh, hoppala. Ein großes Thema, ja. Sicherheit. Wasser ist lebensnotwendig. Wenn du genügend hast, bietet es Sicherheit. Dennoch kann etwas Unvorhersehbares im Leben passieren. Spüre die Sicherheit, die deine ewig lebende Seele dir schenkt, und verliere deine Ängste. Deine Seele ist unveränderlich und kann nicht verletzt werden. Ja, ein großes Thema, glaube ich, auch bei vielen, die Sicherheit sowieso, ja. Also fühl dich wirklich immer geschützt und getragen, weil damit reflektierst du das natürlich auch nach außen. Und ja, dir kann ja so schnell nichts passieren, beziehungsweise gar nichts passieren, wenn du sozusagen in deiner Sicherheit bist. Ja, spüre das selber. Jeder ist sicher eigentlich, nur es passiert halt da draußen so viel. Und ja, da fühlt man sich unsicher und denkt sich, ja, was ist, wenn mir das passiert? Aber auf das, ja, soll man sich gar nicht so fixieren, sondern eben eher ja um die Sicherheit, ja, die man in sich hat, die man in sich trägt. Na gut, ich wünsche euch einen schönen Tag, und ich schicke euch liebe Grüße, und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba.